Das ist mein Leben jetzt gerade. Tag 2. Ich bin krank, liege hier im Zelt. Hallo und einen wunderschönen guten Tag aus Santa Barbara. Ich bin hier oben in den Bergen von Santa Barbara. Da hinten, ungefähr 20 Minuten von hier entfernt, mit dem Auto, ist das Stadtzentrum. Es ist heute mein 4. Tag hier. 2 Tage war ich ungefähr krank jetzt davon. Und wenn es dann soweit ist und es mir wieder besser geht, dann denke ich, werde ich relativ schnell auch hier reinhauen und schauen, dass ich auf Tour komme. Das Ganze ging dann ehrlich gesagt recht schnell und nach einer knappen Woche in Santa Barbara bin ich dann in Richtung San Francisco mit dem Bus aufgebrochen. Einen wunderschönen guten Morgen aus San Francisco. Ich gucke mir heute die Stadt hier ein bisschen an, bin bei einem Couchsurfer untergekommen, der super nett drauf ist. Was mich gestern Abend geschockt hat, ich bin um 20 Uhr, gestern Abend bin ich hier angekommen mit dem Bus, dem Flixbus aus Santa Barbara und habe direkt gemerkt, wie unsicher so eine Stadt hier in Amerika abends ist. Die Obdachlosigkeit, die hier des Öfteren zu sehen ist, hat mir zumindest dieses Gefühl vermittelt. Ich habe allerdings bis auf dieses kleine Video am nächsten Tag nicht viel davon gefilmt, weil ich nicht permanent mit der Kamera draufhalten wollte. Und dann bin ich scheinbar auch noch durch das gefährlichste Viertel gelaufen, das Tenderloin-Viertel. Und ich bin da gestern Abend um 9 Uhr abends mit meinem Backpacking-Rucksack und meiner Reisegitarre mitten durchgelaufen und habe gedacht, was zur Hölle geht hier eigentlich ab? Ich habe Glück gehabt, beim nächsten Mal werde ich mich definitiv erkundigen, bevor ich so eine Aktion starte, weil das kann auch mal ganz schön nach hinten losgehen. Also kann ich euch nicht empfehlen, abends durchs Tenderloin allein zu laufen. Aber jetzt gucke ich mir mal den schönen Teil an, hoffentlich den schönen Teil von San Francisco. Es gibt viel zu sehen hier, hab den ganzen Tag Zeit, es ist jetzt 12 Uhr und ich nehme euch wieder mit. Also viel Spaß dabei. So Leute, das hier im Hintergrund ist Mrs. Doubtfires Haus. Und der ein oder andere von euch oder die ein oder andere von euch wird diesen Film noch kennen von früher, aus den 90er Jahren. Ja, ist halt ein Haus. Ne? Oft sind diese Locations gar nicht so spektakulär, wenn man dann vor Ort ist. San Francisco ist auf jeden Fall schwer zu erkundigen, ohne irgendwie Fahrrad oder Roller. Man läuft hier einfach so ewig, bis man an den nächsten Spot irgendwie ankommt. Ich habe aber ja jetzt keinen großen Stress, muss ja jetzt nicht alles in einem Tag durchballern. Bin jetzt auf dem Weg zu Lombardo Street, heißt es so? Moment. Zu Lombard Street. Die Straße, die Pietro Lombardi gewidmet wurde. Einfach eine ganz normale Straße, die extrem kurvig ist und die Leute finden es einfach nur geil, die ganze Zeit Fotos davor zu machen. Yay, ich habe ein Foto vor einer Straße, die total kurvig ist und schwierig zu befahren ist. Toll, super. Dabei ist die Parallelstraße auch ganz schön. Ich bin jetzt am Fisherman's Wharf und werde mir hier jetzt mal ein bisschen was zu essen besorgen. Ultra viele Touristen hier, nochmal mehr Touristen als an der Lombard Street. Aber ich bin ja auch ein Tourist, deswegen kann ich mich da nicht rausnehmen. Genau, und deswegen rede ich hier gerade in die Kamera, während ich laufe. Das mache ich natürlich auch ganz immer, jederzeit. Ich habe mittlerweile wieder meine Mütze ausgepackt, weil der Wind hier an der Küste ist dann doch recht frisch. Der erste Tag in San Francisco neigt sich jetzt langsam dem Ende zu. Ich habe echt viele touristische Spots mir angeschaut und muss sagen, die Stadt ist mega vielfältig. Es ist von arm bis reich alles dabei, von Flower Power bis ein bisschen Standard, aber überhaupt nicht vergleichbar mit europäischen Städten. Und ich bin gespannt. Morgen werde ich über die Golden Gate Bridge laufen und in den Golden Gate Bridge Park aufgehen. Wenn alles klappt, gehe ich morgen vielleicht sogar in eine Gospel Church oder in eine Gospel Messe, wie auch immer man das nennt. Die ist wohl direkt bei uns um die Ecke und ist morgen um 11 Uhr. Vielleicht mache ich das vorher noch, gehe dahin und dann rüber auf die Golden Gate Bridge. Bis morgen, macht's gut. Ciao.
mind. Zack und raus aus der Gospelmesse. Auf jeden Fall eine Erfahrung wert und auch ein Besuch wert. Ganz anders als die Kirchenbesuche, die ich so kenne. Viel, viel moderner, viel offener, viel lockerer und auch lustig gestaltet. Hier und da gibt es mal einen Gag, der irgendwie erzählt wird. Und es macht einfach viel mehr Spaß zuzuhören. Wie auch immer, ich habe es mir angeguckt und kann jetzt sagen, dass ich mal in einer Gospelmesse war. Und das auch noch an Palmsonntag. Jetzt hier im Hintergrund haben wir die Cable Cars. Und ich werde jetzt wahrscheinlich in Richtung Golden Gate Bridge fahren und gucke jetzt mal, ob ich da ein Ticket bekomme. Alright, California Street. Die Cable Cars werden in die falsche Richtung gefahren. Deswegen habe ich mich dann für den Bus entschieden. Bin mit dem Bus gefahren. Habe mich spontan dazu entschieden, jetzt noch bei Full House, bei dem Drehort von Full House vorbeizuschauen. Das originale Full House Haus ist wohl ein ganz normal bewohntes Haus hier in der Straße. Und jetzt mache ich mich dann endlich auf den Weg Richtung Golden Gate Bridge. Das ist doch ein gutes Stück zu laufen und auch die Golden Gate Bridge passieren zum Golden Gate Park. Dauert ungefähr ein Weg, 40 Minuten. Deswegen ein bisschen Gas geben und dranbleiben. Da im Hintergrund ist die Golden Gate Bridge. Und da werde ich jetzt erstmal drüber laufen. Fünf Stunden später. Ich hab's geschafft. So, über die Golden Gate Bridge gelaufen. Schade, dass das Ganze nicht nur mit einem Mal funktioniert. Man muss ja auch wieder zurück. Das habe ich ja ganz vergessen. Und ich mache ein Video. Einmal über die Golden Gate Bridge und zurück. Das Ganze hat jetzt ungefähr 90 Minuten gedauert. Mit Pause auch auf der anderen Seite. Ich bin echt ziemlich durch von dem ganzen Laufen. Der Golden Gate Park. Hier werde ich jetzt noch ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen genießen, bevor es morgen ja regnen soll. Von mir war es das jetzt erstmal hier aus San Francisco. Ich habe euch jetzt zwei Tage lang mitgenommen hier im Vlog und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn euch dieses Video auch gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, kommentiert das Video. Dann freue ich mich, wenn ich euch beim nächsten Mal dann auch wieder mitnehmen kann. Wo es als nächstes hingeht, muss ich noch schauen. Ihr werdet es erfahren. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.